Liebe, Heiligkeit und Entrückung. Bist du bereit? Auszug aus des Herrn Botschaft. Bist du bereit für die Entrückung vom 5. Oktober 2015? Jesus sagt, eure Entrückung wird ein unbestreitbarer Beweis dafür sein, dass ich jene belohne, die mich eifrig suchen. Dies wird ein Zeichen sein für jene, die zurückgelassen sind, dass ich gegangen bin, um auch für sie einen Ort zu bereiten. Und obwohl sie der Guillotine entgegensehen, werden sie dadurch getröstet sein, dass dieses Tal der Tränen endlich zu Ende geht und sie für immer befreit sind von den Belastungen ihres Körpers. Sie werden viele aufrechthalten bis zum Augenblick ihrer Abreise. Dies wird für ihre Vollstrecker auch ein Zeichen sein, dass ich real bin. Viele Vollstrecker werden rasch ihren Fußstapfen folgen, wenn Überzeugung sie einhüllt, wer ich wirklich bin. Jetzt kommen wir zur Sache. Da gibt es immer noch einige unter euch, die sich entschieden haben, weiterhin in Sünde zu leben, in der Hoffnung, dass ich euch trotzdem entrücken werde. Meine Bräute und meine potenziellen Bräute, ihr müsst mit der Sünde brechen. Viele von euch stellen immer noch keinen Kontakt her mit eurem sündigen Zustand. Herr, was ist mit deiner Barmherzigkeit? Barmherzigkeit ist für jene, die es sich nicht bewusst sind oder so schwach, dass jeder Versuch scheitert. Ich spreche jene von euch an, die denken, wie die Welt denkt und dem Benehmen zustimmen, welchem die Welt zustimmt, indem sie fälschlicherweise denken, dass ich mit ihnen übereinstimme. Aber das tue ich nicht. Deshalb seid heilig, weil ich heilig bin. Als gehorsame Kinder fügt euch nicht den bösen Wünschen, die ihr hattet, als ihr in Ignoranz gelebt habt, sondern genau wie er, der euch gerufen hat, heilig ist, sollt ihr heilig sein, bei allem, was ihr tut, denn es steht geschrieben, seid heilig, weil ich heilig bin. 1. Petrus 1, 14 und 15. Da sind einige, die immer noch ablehnen, den einen zu heiraten, mit welchem sie zusammenleben. Ihr treibt Unzucht. Bequemlichkeit hat den Vorrang übernommen gegenüber Gerechtigkeit. Ohne Gerechtigkeit hängt eure Seele über dem Abgrund, gar nicht zu reden davon, entrückt zu werden. Ist es das wert, ihr Lieben? Seid ihr bereit, euch in den Feuern der Hölle wiederzufinden, weil ihr abgelehnt habt, das Richtige zu tun? Was bringt das Wissen aus der Bibel und eure Andachten, wenn ihr verurteilt seid mit den Ungläubigen für euer Verhalten? Einige von euch spielen mit dem Feuer, indem sie denken, ich gehe nur so weit und nicht weiter. Wisst ihr, dass ihr mit den ersten Küssen gesündigt habt? Grüßt einander mit einem heiligen Kuss, ja, aber euren Vergnügen zu frönen, ohne die Linie zu überschreiten, ist die Linie zu überschreiten, gemäß meinem Buch. Haltet eure Gedanken und euren Blick völlig rein wie Bruder und Schwester. Denkt nicht, dass wenn ihr die Flammen anfacht, dass ihr unschuldig seid. Verschiebt eure Umwandlung nicht auf morgen. Der morgige Tag ist nicht garantiert. Warum spreche ich so hart mit jenen, die ich liebe? Weil ich euch liebe und ich wünsche mir nicht, dass ihr alles verliert, was ihr errungen haben könntet, wenn ihr euch nur geschützt hättet und wachsam gewesen wärt. Ihr seid so weit gekommen, verliert nicht alles, umgeht jede Gelegenheit zu sündigen, werdet nicht in eine Situation geködert, wo ihr die Kontrolle verlieren könntet. Haltet alles rein und moralisch einwandfrei. Stehlt nicht, füllt nicht Spesen auf, nehmt nicht den kürzesten Weg oder verfälscht Informationen, um das zu bekommen, was ihr wollt. Es sind tatsächlich die kleinen Füchse, die den Weinstock verderben. Seid wachsam, denn euer Gegner studiert laufend eure Bewegungen, um zu sehen, wo ihr anfällig seid.
Lügt nicht, gebt nichts falsch wieder, verdreht nicht die Worte von anderen, damit sie in eure Absicht passen. Ich hasse ein falsches Zeugnis und ich übergebe jene häufig den verschiedenen Versuchungen, damit sie von den Teufeln gesiebt werden. Schlagt euren Mitknecht nicht, behandelt euren Ehepartner wie euer eigenes Fleisch, beugt euch gegenüber einander in aufrichtiger und herzlicher Liebe, legt die arroganten und abwertenden Blicke und das respektlose Verhalten beiseite, demütigt euch selbst und ich werde euch hochheben. Frauen, gehorcht den Wünschen eurer Männer in jenen unausgesprochenen Dingen. Männer, seid liebevoll und sanft, geduldig und vergebend zu euren Frauen, die sehr oft nicht offen über ihre Belastungen sprechen, aber viel tragen mit ihren Verpflichtungen euch gegenüber. Setzt euch nicht unschicklichem Benehmen aus bei Musik, bei Filmen und bei Unterhaltung, denn Sünde mit den Augen zu betrachten, ist daran teilzuhaben. Zumindest pflichtet ihr bei und unterstützt es. Es ist besser, wenn eure Augen, euer Herz und eure Gedanken niemals wieder solchen Dingen ausgesetzt werden. Wie es geschrieben steht, ich wandle in meinem Haus mit einem vollkommenen Herzen. Ich werde meine Augen nichts aussetzen, was wertlos ist. Ich hasse die Arbeit von jenen, die wegfallen. Es haftet nicht an mir. Ein verkehrtes Herz soll weit von mir sein. Ich will nichts Böses wissen. Wer immer sein Nächstes im Verborgenen verleumdet, werde ich zerstören. Wer immer einen arroganten Blick und ein stolzes Herz hat, den werde ich nicht dulden. Meine Augen sind auf die Vertrauenswürdigen im Lande gerichtet, damit sie bei mir wohnen. Jener, der schuldlos wandelt, wird mir dienen. Keiner, der täuscht, wohnt in meinem Haus und jener, der lügt, steht nicht in meiner Gegenwart. Psalm 101, 2-7. Jetzt, wo ihr diese Dinge wisst, werdet ihr glücklich sein, wenn ihr sie tut. Ich ermahne euch, überreagiert nicht auf diese Botschaft. Wenn ihr in Sünde lebt, kommt daraus heraus. Mein Geist hat euch viele Male mit Warnungen heimgesucht. Jetzt ist keine Zeit herumzualbern oder faul und bequem zu sein. Keiner hat einen weiteren Tag garantiert auf dieser Erde. Morgen könnte euer letzter Tag sein. Gestaltet euer Leben jetzt um, schiebt es nicht hinaus. Noch einmal sage ich zu euch, verschiebt es nicht. Jene, die der Herr liebt, züchtigt ihr. Verdreht nicht, was ich gesagt habe und macht daraus nicht eine Decke der Verurteilung. Wenn ihr in Sünde lebt, wisst ihr es sehr wohl. Zum Rest von euch, ihr Lieben, die ihr den guten Kampf gekämpft habt und euch von Gelegenheiten zu sündigen entfernt habt. Ihr habt lieber die Einsamkeit ertragen, als weiterhin in Unzucht zu leben. Ihr habt einen großen Preis bezahlt und groß wird auch eure Belohnung im Himmel sein. Jene von euch, die es ablehnen, die Regierung anzulügen und die ablehnen, falsche Zeugnisse abzulegen, zu euch sage ich, ihr habt es gut gemacht. Es mag euch viel Irdisches gekostet haben, aber was nützt es, wenn ihr die ganze Welt gewinnt und eure eigene Seele verliert? Ihr mögt jetzt ärmer sein, aber ihr habt gewählt, das Richtige zu tun. Jene von euch, die sich selbst reingehalten haben von den weltlichen Verunreinigungen, gut gemacht, sage ich zu euch. Ihr seid den zarten Führungen gefolgt, die ich in euer Gewissen gelegt habe. Ich bin glücklich in eurem Herzen und finde dort großen Trost. Jene von euch, die Opfer von Tratsch, Verleumdung und bösen Menschen geworden sind, jedoch für sie gebetet habt mit einer aufrichtigen Absicht in eurem Herzen, ihr ähnelt mir sehr in meiner Dornenkrone. Ich werde kein Problem haben, euch an der Entrückung zu erkennen. Auszug aus des Herrn Botschaft an Claire. Die Zeit ist kurz. Einige sind vorbereitet. Vom 28. Oktober 2015. Jesus begann. Die Zeit ist sehr kurz, ihr innig Geliebten. Ich komme wirklich bald, um euch zu holen, doch einige von euch sind immer noch nicht vorbereitet.
Ich habe immer wieder darüber gesprochen, was ihr tun müsst. Vermeidet ganz besonders sexuelle Unmoral. Versteht ihr, es ist eine Sünde und es wird eure Seele in die Hölle mitnehmen. Ihr müsst mit der Sünde brechen. Was ihr in der Welt gelehrt worden seid, ist ein Fehler und es bereitet euch vor für die Feuer der Hölle. Denkt ihr, dass ich dies so leicht dahin sage? Das tue ich nicht. Euer Gewissen ist nicht ordentlich geformt. Mit jemand anderem zu schlafen als mit eurer Frau und oder eurem Mann ist eine Sünde. Und einige von euch sündigen weiter. Bitte hört auf mit diesem Benehmen. Bitte werdet ernst mit mir. Wenn ihr mich wirklich liebt, werdet ihr mir gehorchen. Brecht jetzt mit der Sünde. Verschiebt es keinen weiteren Tag. Ja, ich komme bald. Einige von euch sind bereit. Tatsächlich sind einige von euch mehr als bereit. Und ihr formt andere darin, auf dem richtigen Weg zu gehen. Gut gemacht, sage ich zu euch. Es hat euch viel gekostet, aber ihr wurdet in Gerechtigkeit aufgebaut. Und andere folgen nun eurem Beispiel. Macht weiter und bleibt wachsam. Ihr werdet nicht komplett in Sicherheit sein, bis ich euch nach Hause bringe. Führt andere, gebt ihnen weiter, was ich euch gegeben habe. Sie beobachten euch, sie folgen euch und ihr bringt Früchte hervor für das Königreich. Ich werde bald zu euch sagen, gut gemacht, tretet ein in die Freude eures Meisters. Andere unter euch haben sich endlich losgerissen von der Liebe zum Geld und zu den Menschen. Ihr verachtet jetzt diese Welt und ich bereite euch für den Himmel vor. Denkt nicht, dass die Veränderungen in eurem Charakter unbemerkt bleiben. Sie werden bemerkt, besonders von euren Verwandten. Ja, sie sehen die Veränderungen und sie fragen sich, vielleicht liegen sie doch richtig mit Gott in ihrem Leben. Ja, euer Licht leuchtet und es zieht alle Menschen zu mir. Gut gemacht, macht weiter in eurer unbeirrbaren Entschlossenheit und lasst nicht zu, dass ihr zurückschlittert. Da ist wenig Zeit übrig, haltet euch am Guten fest. Macht weiter, das Unkraut aus dem Garten eures Herzens auszureißen. Euch erwartet eine große Belohnung in meinem Königreich. Auszug aus des Herrn Botschaft an Ezekiel. Bist du immer noch auf dem Zaun? Vom 8. Februar 2016. So viele beschweren sich, so wenige bringen Dank dar. So viele sind undankbar, so wenige schätzen es. Ich bin müde und erschöpft über so viel Gleichgültigkeit in der Welt. So viele Seelen gehen ihrem Fleisch nach und den Annehmlichkeiten, die davon ausgehen. Mit Stolz und Eitelkeit bombardieren sie mich, und Egoismus kennt keine Grenzen, wenn es darum geht, die Leben der Armen zu vernichten. Geliebte, es hat meinen Vater seit langem erschöpft, weit über den Punkt der Heilung hinaus. Wer wird dieses Herz trösten, welches so voller Liebe und Mitgefühl ist, doch in solchem Maße zurückgewiesen und verachtet von dieser Generation? Ich sage euch, der Becher des Verderbens ist voll bis zum Überfließen. Das ist, warum mein Vater mich gesandt hat, meine Braut zu holen, damit sie, welche so treu gewesen ist, nicht den überwältigenden Gestank der verwesenden Körper ertragen muss, welcher die Straßen der Städte eures Landes erfüllen wird. Ich zähle auf euch, meine Bräute, mit einem scharfen Auge zu beobachten und bereit zu sein, wenn euer Bräutigam für euch kommt. Seid nicht überrascht, sondern haltet eure Lampen getrimmt und gefüllt. Zieht euch jetzt selbst aus der Welt zurück, damit ihr nicht wie Lots Frau seid, welche zurückblickte. Es ist so ernst, denn einige von euch sitzen immer noch auf dem Zaun. Ihr riskiert alles zu verlieren, wenn ihr weitermacht, Kompromisse zu machen, und der Tag über euch kommt wie eine Falle. Da wird es keine Chance im letzten Moment geben, denn der Tag und die Stunde kommt rasch, und wehe zu euch, welche der Meister findet, die sich auf die Welt konzentriert haben bei seiner Rückkehr. Ihr könnt trotzdem errettet werden, aber wie eines, das durch das Feuer geht. Auszug aus des Herrn Botschaft an Claire.
Euer morgiger Tag ist nicht garantiert. Vom 11. April 2016. Der Herr sagt, dies ist die Zeit, wo der Spreu vom Weizen getrennt wird. Jene, die aufrichtig sind von jenen, die aufgrund persönlicher Vorteile mitmachen. Wenn ihr lebendig gewesen seid in mir und ihr euch einer anderen Gruppe anschließt aus egoistischen Vorteilen, wird euer Herz dunkler und kommt dem Tod näher. Ja, ihr könnt körperlich ziemlich lebendig aussehen und im Inneren tot sein, kompromittiert bis hin zum Tod eurer Seele. Meine Kinder, ich richte euch nicht nach eurer Leistung, sondern nach eurem Motiv, nach der Reinheit eures Herzens, nach der Liebe, mit welcher ihr alles tut. Das ist, was gewogen wird, wenn ihr hier ankommt. Einige, die hier zuhören, werden vor den Richterstuhl kommen, wo all ihre Taten gut und schlecht enthüllt sein werden und euer ewiges Schicksal bestimmt wird. Zu euch sage ich, ihr steht in genau diesem Augenblick Entscheidungen gegenüber, welche den Rest eurer Reise, eures Lebenspfades bestimmen werden, ob ihr ein Leben in Tugend oder in Sünde leben werdet und ob ihr mir oder dem Teufel dienen werdet. Ob ihr in Tugend oder Sünde sterben werdet. Ich komme zurück, dies ist keine Zeit, mit dem Feuer zu spielen. Dies ist keine Zeit, Kompromisse einzugehen. Vielmehr ist dies die Zeit, sich davon zu distanzieren und eure Sünden und Kompromisse zu bereuen. Dies ist eine Zeit der Nächstenliebe, indem ihr eine helfende Hand reicht und für das Gute der anderen lebt, nicht für euren eigenen Vorteil. Dies ist eine kritische Zeit. Viele von euch, die zuhören, werden noch in diesem Jahr dem physischen Tod gegenüberstehen. Wenn ihr die Dinge noch nicht bereinigt habt mit mir, kommt in meine liebenden Arme und auch wenn eure Sünden wie Scharlach sind, werde ich sie weiß machen wie Schnee. Ihr habt keine Garantie, dass ihr morgen noch lebt, doch Himmel und Hölle liegen direkt vor euch. Wählt noch heute, wem ihr dienen werdet, und wenn ihr mich wählt, müsst ihr nur um Stärke bitten, damit ihr mit eurer sündigen Vergangenheit brechen könnt. Und ich werde euch mit meinen Armen umfangen, mit großem Mitgefühl und Vergebung. Wenn ihr aber wählt, mit euren sündigen Wegen weiterzumachen, so habe ich euch gewarnt. Der Tod steht an der Tür und euer morgiger Tag ist nicht garantiert. Verkauft eure Seele nicht für eine Kleinigkeit. Tut Buße und brecht mit der Sünde. Kommt zu mir. Ich werde euch wiederherstellen und euch aufs Neue ins ewige Leben führen, komplett ausgestattet, um ein heiliges Leben führen zu können, aus dem Innern heraus. Ich bin hier für euch. Kommt. Auszug aus des Herrn Botschaft an Claire. Das süße Aroma von Heiligkeit. Vom 24. Mai 2016. Jesus begann: So viele von euch, meine Kinder, sind höchst erfreulich für mich. Das süße Aroma der Heiligkeit steigt auf von euch. Ja, da gibt es einen Duft über einer Seele, die sich laufend mir hingibt. Er ist so süß und tröstend für mich. Es gibt so viele, welchen ich nicht einmal nahe kommen kann. Das Gift von Hass ist so intensiv, dass ich es nicht ertrage, in der Nähe zu sein. All meine Leute, sorgt dafür, dass der Geruch von Hass nicht aus euren Gedanken hervorgeht. Ja, die Aktivität eures Gehirns strömt diesen Duft aus. Wenn der Duft süß ist, dann ist es, als ob ich durch einen gut gepflegten Garten gehe. Ist er giftig, so ist es der Geruch von Tod und verfaulendem Fleisch. Ihr könnt kaum verstehen, wie entsetzlich schlimm das ist. Haltet eure Gaben fest, die ich euch gegeben habe. Haltet euch fest an den Salbungen. Haltet euch an den Träumen und Visionen fest. Haltet an unseren liebevollen, gemeinsamen Zeiten fest. Haltet euch fest. Lasst den Feind nicht herein und euch in den Unglauben hineinziehen. Er streift herum, um von euch zu stehlen durch Wut, Verbitterung, Feindseligkeit und törichte Ängste. Wenn ihr jene Dinge aufsteigen fühlt in euren Emotionen, dann ist es der Feind, der von euch stiehlt. Er will eure Süße und eure Gegenwart bei mir von euch wegnehmen und das Überfließen, mit welchem ich euch erfülle.
Der Feind liebt es, Zorn zu schüren, um euch zu erschöpfen, bevor ihr den Tag überhaupt beginnen könnt oder bevor ihr ein Projekt oder eure Gebete beenden könnt. Er liebt es, in eure Ohren zu lügen, um euch zu veranlassen, in Wut auszubrechen oder Angst zu haben und um euch von allem Geplanten für den Tag abzuhalten. Dann rennt ihr los und kümmert euch um den Köder. Er ist sehr clever und er weiß, welche Knöpfe er drücken muss, denn seine Agenten, die Dämonen, beobachten euch immer und machen Notizen. Es ist wieder interessant, dass Jesus dies anspricht, denn ich hatte einen solchen Tag. Ich hatte 2 Tage hintereinander, wo ich mein Temperament verloren habe, und es hat mich völlig aus dem Konzept gebracht für den ganzen Tag. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich wütend werde, verschwindet meine Energie komplett und ich bleibe zurück und hinke so knapp durch den Tag, anstatt in der Lage zu sein, weiterzumachen. Dann kommen die Schuldgefühle, weil ich meiner Ungeduld und meinem Urteilen freien Lauf ließ. Der Herr fuhr weiter her. Was du beschreibst, meine Liebe, ist genau wie Satan tötet, stiehlt und zerstört. Er verursacht Missverständnisse, dann Zorn, Distanzierung, Urteil, Schuld und am Ende dieser langen Kette von unbeabsichtigten Reaktionen habt ihr den Tatendrang und den Frieden verloren für den Rest des Tages, um etwas wirklich Produktives zu tun im Königreich Gottes. Seid euch bewusst, wie er durch seine Ergebenen arbeitet, liebe Familie. Seid euch bewusst und erstickt es im Keim. Ruft hinaus zu mir, Jesus, errette mich von dem Bösen. Und ich werde euch zu Hilfe eilen. Dies braucht Selbstkontrolle und Disziplin. Erschöpfung, Zeitbeschränkungen und Termine sind die führenden Dynamiken. Wie Selbstkontrolle und Disziplin absichtlich kompromittiert werden durch die Absichten des Feindes. Ihr fühlt, als ob ihr es zu einer gewissen Zeit erledigen müsst. Und wenn Unterbrechungen und Ablenkungen kommen, werdet ihr nervös und gereizt. Wenn ihr müde seid, denkt ihr nicht mehr logisch. Furcht, Schmerz und endlose Unterbrechungen, wenn sie zugelassen sind, werden genutzt, um euch auszulaugen. Dann macht ihr größere Fehler und müsst Buße tun und braucht mehr Zeit für die Schadensbegrenzung. Und das wiederum stößt euch weiter weg von eurem Ziel. Seid euch darüber bewusst, meine Kinder. Passt auf, euer Feind ist so clever. Wenn ihr aber in meiner Liebe bleibt, immer geduldig seid, immer vergebt, immer ablehnt zu richten und wenn ihr versteht, dass ich diese Dinge zulasse, um euch zu zügeln und eure Tugend zu testen, wenn ihr laufend die Vision vor Augen habt, dass ich die Kontrolle habe über all diese Dinge, dann kann ich euch auch euren Frieden wieder zurückgeben, bevor sie euch eures Tages berauben. Ich segne euch jetzt mit Tapferkeit, Geduld und Mäßigung. Haltet euch an den guten Dingen fest, die ich euch anvertraut habe. Lasst nicht zu, dass sie jemand von euch stiehlt. Botschaft des Herrn an Claire: Gott und Heiligkeit oder du selbst und Mittelmäßigkeit. Es ist deine Entscheidung. Vom 18. Juni 2016. Der Herr begann. Kostbare Seelen, wenn ihr eine Fassade aufrecht erhält für die Welt, durchkreuzt ihr den ganzen Sinn und Zweck eures Lebens. Ich erschuf euch, damit ihr leuchtet und ein Licht seid für die Nationen, aber ihr werdet niemals euren Zweck erfüllen, wenn euer Licht vergraben ist unter einem Stapel von weltlichen Lorbeeren. Ich muss tief hineingelangen. Hinein ins Lebendige eurer Seelen, wo ich ein heiliges Fundament legen kann, auf einem Fels und nicht auf dem veränderlichen Sand dieser Welt, welcher euch entzogen wird beim Tod. Alles, was von der Welt ist, wird wegfallen und nur das, wer ihr seid vor mir und vor dem Himmel, wird bleiben. Dies ist eure Ewigkeit. Der Himmel ist ein anderer Ort als die Erde. Womit ihr auf der Erde durchgekommen seid, ist absolut offensichtlich für jene im Himmel. Nur Wahrheit und der kostbare Wert eurer Seele wird betrachtet und geehrt. Ich starb für euch, versteht ihr? Das Blut eures Gottes wurde auf dem Altar der Gerechtigkeit geopfert
um euch von euren Sünden zu reinigen. Nichts, was ihr jemals tun oder anhäufen könntet in dieser Welt, nichts könnte jemals mit dem Preis meines Blutes verglichen werden. Ich tat dies, weil eure nackte, rohe Seele für mich kostbar und bezaubernd ist. Alles aus der Welt, was ihr darauf häuft, um euch selbst einen Wert zu geben, beschmutzt und beraubt euch meines Lichtes durch euer Wesen. Um die weltlichen Lorbeeren zu erhalten, müsst ihr gemäß dem weltlichen Wertesystem leben. Die Welt ist ohne geistiges Licht. Die Welt ist erschaffene Materie und es fehlt ihr an dauerhafter Bedeutung. Sie ist nicht der Kern des Lebens, sondern eher der Kern der Materie, welche sich in einem konstanten Zustand von Wandel und Verfall befindet. Wenn ihr also euer Leben nach dem weltlichen Standard lebt, wandelt ihr in Dunkelheit. Ihr löscht euer Licht aus und ihr reflektiert das, was sich verschlechtert und bestimmt ist für den Tod. Ihr höchst kostbaren Seelen, ihr seid Abdrücke Gottes, welcher euch erschuf, euer Wert ist unermesslich. Und nichts außer mein Tod am Kreuz kann eure eigensinnigen Wege sühnen und euch ins Licht der Ewigkeit zurückbringen. Was nötig ist von eurer Seite, ist, dass ihr in Nacktheit wandelt vor den Menschen und Gott, damit euer Licht leuchten kann. Wenn ihr meine Liebe zu euch entdeckt und realisiert, wer ihr wirklich seid in meiner Gegenwart, verändert sich euer Wertesystem sofort. Was einmal höchst geschätzt wurde, wird als das angesehen, was es ist. Unreine Lumpen, die von eurem Körper hängen, wie ein Aussätziger. Die Verseuchung der Welt unterdrückt das Licht, welches euch bei der Erschaffung geschenkt wurde. Öffnet euch selbst für meine Liebe. Ich bin nicht wie irgendein Mensch, den ihr jemals gekannt habt. Alle sind verdorben und allen fehlt es an echter Liebe. Wenn ich euch liebe, vermische ich meine Liebe nicht mit irdischen Werten. Ich schaue auf die Schönheit und Einzigartigkeit meines Vaters, dessen Substanz euch geformt hat. Und ich sehne mich danach, euch aus dieser verfallenden Welt zu erlösen und euch im Himmel zu haben mit mir für alle Ewigkeit. Ihr habt nichts zu befürchten und nichts vor mir zu verbergen. Kommt nackt zu mir. Und ich werde euch mit meiner Gerechtigkeit kleiden. Botschaft des Herrn an Claire. Der Weg zur Heiligkeit. Vom 9. September 2016. Jesus begann: Ich tue nur das, was nötig ist, um euch alle in eine neue Heiligkeit zu führen. Die Gottesfurcht ist der Anfang von Weisheit. Ich nehme meine Rolle als Gott sehr ernst. Wenn eine Seele zu mir hinausruft, konstant heilig zu werden, nehme ich sie beim Wort und mache das, was immer nötig ist, um sie in jenen glücklichen Zustand zu führen. Ja, es ist ein glücklicher Zustand. Es ist ein Ort der Ruhe von dem Streben und der Verseuchung, mit einem reinen Gewissen, eines, das die Gabe des Kreuzes schultern kann, das ihr übermittelt wurde, ohne sich zu beschweren. Da gibt es nichts Schöneres und Exquisiteres anzusehen als eine heilige Seele. Aber dorthin zu gelangen ist eine anstrengende Reise und die meisten geben nach dem halben Weg auf. Ich rufe euch alle auf, den ganzen Weg mit mir zu gehen. Nichts in dieser Welt ist mehr wert, als mich zu haben. Und gleich danach folgt ein reines und heiliges Gewissen, welches nicht von Sünde aufgewühlt ist. Eine Seele, die die Berufung Heiligkeit gewählt hat, kann keine Bindungen haben außer mich. Ja, die Liebe zum Nächsten, aber Vorlieben, Meinungen und Bedürfnisse müssen alle darauf ausgerichtet sein, was ich in ihrem Leben tue. Jesus, ich erkenne, dass ich noch einen schrecklich langen Weg zu gehen habe. Dies ist wahr, aber bedenke, du hast gewählt, unterwegs zu sein. Du hast gewählt, auf dem Weg zu bleiben. Und das bedeutet alles für mich. Die meisten Seelen geben sehr früh auf dem Weg auf, weil die Absicht der Welt sie von mir wegzieht. Ihnen wurden als kleine Kinder nicht die Dinge beigebracht, welche am wichtigsten sind. Vielmehr werden sie in jede andere Richtung gezogen. Konkurrenzkampf, Beliebtheit, Wohlstand, Macht,
Fähigkeiten und Schönheit. All diese Werte werden den Kindern sehr früh in ihrem Leben beigebracht, während sie ihre Eltern beobachten, die sie sehr oft in die Wege führen, welche sie für ihr eigenes Leben wollten, aber scheiterten damit, Erfolg zu haben. Eine Seele zu haben, die bereit ist, alles für mich aufzugeben, ist ein seltenes Geschenk. Ich nehme sie bei ihrem Wort und obwohl sie keine Ahnung hat von den involvierten Kosten, führe ich sie stetig den Berg hinauf. Manchmal trage ich sie, aber da gibt es kritische Momente der Neubewertung, Zeiten, wo die Versuchung aufzugeben sehr attraktiv wird, weil das, was ihr zugemutet wird, jenseits dessen ist, was sie bereit ist zu geben. Wenn sie an einer Laune oder Idee festhält, bringt mich das zu einem Punkt, wo ich einen anderen Weg finden muss, sie zu überreden, weiterzuklettern. Ich mache das, weil ich jedes von euch so sehr liebe. Ich weiß, was ihr am Ende eures Lebens wollt und ich will, dass ihr es bekommt. Also finde ich Wege, euch über eure Proteste hinwegzubekommen, damit ihr weiterklettert. Es ist nicht einfach, aber es ist lohnenswert. Und nichts, was geopfert wurde, wird am Ende eurer Reise bereut werden. Nun, für dich ist es im Augenblick immer noch der Berg der Nächstenliebe, welchen wir besteigen und wir lernen, mir auf der Reise zu vertrauen und nachzugeben. Ich baue laufend deinen Glauben und dein Vertrauen in mich aus. Ich weiß, wonach du dich sehnst, Claire. Ich kenne deine Abneigung und ich weiß, dass du nachgeben wirst. Die menschliche Natur ist eine unerklärbare und unerschöpfliche Quelle von widersprüchlichen Emotionen und Gedanken, die um die Dominanz in eurem Leben wetteifern. Doch wenn ich übernehme, ordne ich dies und lasse sie zum Vorteil der Seele arbeiten. Ich habe der Seele so viele schlummernde Gaben geschenkt am Beginn ihrer Reise. Sie hat keine Ahnung von dem Wunder, welches in ihr verborgen ist. Doch es ist meine Aufgabe, es ihr zu offenbaren und sie zu motivieren, die Werkzeuge in die Hand zu nehmen. Aber zuerst muss ich ihren Rahmen stärken, ihren moralischen und ethischen Rahmen, ihre Liebe zu mir und zu anderen, bevor ich sie in ihre Gaben entlasse. Es ist ein mäßigender Prozess und er erfordert viele Reisen durch Feuer und Eis. Doch die Seele, die Ja sagt an jeder Kreuzung der Reise, leuchtet am Ende wie ein Diamant, der eine trübe und graue Welt erleuchtet. Sie bringt Hoffnung, Inspiration und eine Vision des Himmels, weil sie ein Ebenbild von mir ist. Es ist ein gewaltiges Konzept und nur jene, die aufgestiegen sind, verstehen die Reise wirklich. Wenn man mittendrin steht, kann man nicht viel mehr als ein paar Meter weit sehen. Aber am Ende seht ihr es aus meiner Perspektive und das glänzende Licht, welches ihr ausgestrahlt habt von eurem irdischen Licht. Und jenes Licht geht niemals aus. Es dient als ein Leuchtfeuer für alle, die nach der Wahrheit suchen. Das ist, wozu ich euch aufrufe. Eure Leistungen in der Zusammenarbeit mit mir sind zweitrangig. Was wirklich wichtig ist, ist die Beschaffenheit eures Lebens. Nicht, was ihr getan habt, aber wer ihr geworden seid, als euer eigenes Ich starb. Also, meine Lieben, ich weiß, dass dies zu begreifen schwierig ist für euch. Alles, was ich euch versprechen kann, ist höchste Glückseligkeit und Erfüllung am Ende der Reise. Ihr habt mein Wort darauf. Wenn ihr in mir sterbt, werdet ihr angehoben sein zum ewigen Leben mit mir. Auszug aus des Herrn Botschaft an Claire. Den Berg der Heiligkeit besteigen. Vom 7. Oktober 2016. Jesus begann. Jetzt sind wir also auf einer neuen Etappe unserer Reise, um immer losgelöster zu werden von den erschaffenen Dingen und dafür immer mehr angebunden an mich und an mein Herz der Liebe zu dir. Ich weiß, dass du diesen Weg zuvor gegangen bist, also wird die Reise nicht so schwierig sein. Aber du bist auch älter und hast eine andere Denkweise, als du es in jenen Tagen hattest. Aber lieber als Verwirrung unter meinen Herzbewohnern zu verursachen,
will ich, dass sie die Faustregel verstehen, die sie für immer näher bringen wird zu mir. Tut alles aus einem Motiv der Liebe zu mir. Einige von euch haben ihr Leben vor sich ausgelegt. Ihr zieht Kinder groß und habt einen Ehemann oder eine Ehefrau. Andere sind frei und müssen ernste Entscheidungen treffen, in der Welt zu bleiben und dem Reichtum nachzueifern oder die Welt ihrem eigenen Tun zu überlassen und dem Leben zu folgen, mir folgen. Ich rufe euch auf, ein heiliges Leben zu leben, egal welches Leben ihr wählt. Wenn ihr aber Heiligkeit wählt mit großer Beständigkeit, werdet ihr es zunehmend hart finden, in der Welt zu leben. Das ist, warum ich den Jungen auf diesem Kanal immer sage, die Welt zu verlassen und sich einem Missionseinsatz anzuschließen. Aber ihr werdet zu mir kommen müssen und um Mut bitten, weil sich alle gegen euch erheben werden in eurer Entscheidung. Dies ist wirklich, was ich will, aber so wenige schenken meinem Herzen Beachtung. Selbst als verheiratete Familie rufe ich euch, Missionen und Aufträgen nachzugehen. Wenn ihr von mir zusammengeführt wurdet mit eurem Ehepartner, dann seid ihr gleichmäßig gepaart und ihr könntet eine Berufung haben, mir als Missionare zu dienen, sogar mit euren Kindern. Ich habe euch dies zuvor gesagt. Einige haben gehorcht und andere haben den Kanal verlassen. Wenige sind der Welt und noch weniger reagieren darauf. Wenn ihr mich aber an die erste Stelle in eurem Leben setzt, werdet ihr die Salbung auf jeder Tat fühlen, die ihr aus dem reinen Motiv der Liebe heraus tut. Macht diese Gelegenheiten ausfindig, auch wenn ihr euch um die Bedürfnisse eurer Kleinen kümmert aus Liebe zu mir. Auch das bringt himmlische Gnaden mit sich. Lehrt eure Kinder auch, jede Tat aus dem Motiv reiner Liebe heraus zu tun. In der Welt wird ihnen beigebracht, zu konkurrieren, aber euer Heim sollte frei sein von Konkurrenz und Rivalität. Ja, es sollte nur von Liebe erfüllt sein. In der Welt werdet ihr gelehrt, andere mit euren Talenten zu übertrumpfen. Im Himmel werdet ihr gelehrt, komplett euch selbst zu sein und als die einzigartige Seele zu leuchten, in welche ich euch erschuf. Das ist, warum jedes dem anderen hilft, ganz sich selbst zu werden. Jede Seele, die aufblüht und zu dem wird, was sie gemeint war zu sein, ist eine wunderbare, duftende Überraschung und das Handwerk meines Vaters. Wie wunderschön ist die Entdeckung von sich selbst, wenn eines das ganze Leben unter der Tyrannei von Konkurrenz und Täuschung gelebt hat. Liebe ertränkt die Konkurrenz und Rivalität, weil Liebe fortwährend geschenkt wird. Sie hat kein Interesse, etwas für sich selbst zu nehmen. Lasst alles, was ihr tut, seinen Ursprung in der Liebe haben, Herzbewohner. Tut es als Akt der Liebe. Je mehr es euch kostet, umso mehr Frucht wird daraus hervorgehen und umso höher hinauf steigt ihr mit mir auf den Berg. Vergesst nicht, mich zu bitten, Herr, ich brauche deine Hilfe, ich kann dies nicht allein tun. Wenn ihr nicht im Weinstock bleibt, könnt ihr keine Frucht hervorbringen. Johannes 15,5. Das ist, warum ihr mich jeden Tag an die erste Stelle setzen müsst, damit ich euch für den Anstieg des Tages vorbereiten kann. Auszug aus des Herrn Botschaft an Claire. Ich will heute Abend zur Nation Amerika sprechen. Vom 24. Mai 2017. Jesus sagt, seid überaus wachsam, dass während euer Wohlstand zunimmt, es auch eure guten Taten tun gegenüber jenen, die keine Zuflucht haben in dieser Welt, aber nach mir rufen, weil ihr jenen zuhört, die ernsthaft unterdrückt werden und leiden, werde ich euch zuhören, damit eure Feinde nicht ihren Willen bekommen mit euch. Aber ihr müsst weiterfahren, an die Armen zu denken, in ihrem Elend, und euren Kindern die heiligen und selbstlosen Wege beibringen, zum Wohlergehen der Armen beizutragen, als ein Akt der Barmherzigkeit, an jedem Tag in ihrem Leben. Ja, lehrt eure Kinder Barmherzigkeit und euch wird Barmherzigkeit geschenkt werden.
Erlaubt euren Kindern nicht, die Benachteiligten in ihrer Gemeinde und Schule zu schikanieren oder sich über sie lustig zu machen. Erlaubt nicht, dass sie über jene lachen und spotten, die nichts haben oder die lebensbedrohende Benachteiligungen haben. Lehrt eure Kinder, sich um sie zu kümmern, genau wie euer Vater im Himmel sich um euch kümmert. Dann werde ich sie vor den Fallen beschützen, die ausgelegt sind, um sie in ihrer Jugend zu umschlingen und zu zerstören. Viele Fallen sind ausgelegt für eure Kinder. Der Feind macht sich ihr Untergang zu seiner dringlichsten Absicht, und da gibt es wenig, das ihr tun könnt, um sie zu schützen, nebst dem Gebet. Wenn ihr sie aber lehrt, sich um die Armen zu kümmern, gütig zu sein gegenüber den sozial Benachteiligten, die Rechte jener zu verteidigen, die verspottet und gehasst werden, wenn ihr ihre Herzen wenden könnt, so zu reagieren, werde ich sie von diesen Fallen wegführen. Wenn ihr sie aber bloß als Erweiterung eurer Lebensziele seht und sie euch vorstellt, wie sie egoistisch eine Karriere verfolgen, zu eurem und ihrem eigenen Vorteil, und den Leidenden ein taubes Ohr schenken, dann werden sie in der Tat in die Gefangenschaft geführt werden von euren Feinden, bis zum Grad, wie ihr sie Barmherzigkeit lehrt, bis zu jenem Grad wird ihnen Barmherzigkeit geschenkt werden. Für viel zu lange war eure Absicht Wohlstand und Erfolg, und da gibt es jene unter euch, die, obwohl sie jenen Wohlstand erreicht haben, sich wünschen, von einem geldvermehrenden Erfolg zum nächsten zu gehen. Und sie rollen ihre Augen, wenn Spendenaufrufe für Missionen gemacht werden. Sie leben auf sehr gefährlichem Terrain für beide, sich selbst und ihre Ehen und Kinder. Ich rufe euch auf, Buße zu tun und euch um die Bedürfnisse jener um euch herum zu kümmern. Dann wird euer Licht aufgehen wie die Mittagssonne. Öffnet eure Herzen für die Armen und seht, ob ich nicht die Fenster des Himmels öffne für euch, Fenster der Gnaden und Versorgung für eure Seelen, um sie mit echten Reichtümern anzureichern.